Doch. Warum auch immer ich gerade Gimp gestartet habe, aber manchmal einen richtigen Spaß hier. Randomize, komm, küt, küt, küt. Nehme ich. West Zone 2. Und wie nennen wir uns? Gut. Wäre das ja alles schon mal prinzipiell geklärt. Ewigkeiten her, dass ich Ark gezockt habe. Also wirklich. Oh, es ist alles ein bisschen gelb. Und wie ich sehe, haben wir noch einen Strich vom Greenscreen da oben. Als ob ich jetzt hier wieder mein komplettes Setup umbauen muss, weil da so ein Junge. Es wird mir schon wieder zu viel. Ich wollte nur kurz Ark spielen, Alter. So, ich muss jetzt erstmal hier, ihr seht noch, ich bin noch im Filmmodus, Motion Blur ist zum Beispiel an. Mache ich erstmal Einstellungspummel weg. Ja, der Spawn war halt jetzt scheiße, ne? Ich habe mir halt eigentlich schon ausgesucht gehabt, wo ich baue. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt wieder woanders gespawnt bin. Mensch, Leute, es ist wieder zum Wildwerden hier. Es ist Storchhaut, es ist wieder zum Wildwerden. Von den ganzen Firma, ja. Wobei, ich habe ja sowieso tendenziell Lust, mir eine Karawane zu bauen, ja? Ihr werdet schon sehen, aber... Jo, Alter, es gibt ja jetzt hier richtig neues Interface hier. Ich lasse die Deko, den ganzen Deko-Krams erstmal, lasse ich einen Taumelisch. Und mach mal ein Gedöns, das ich brauche. Hey, warum bin ich denn überladen? Hallo? Das stimmt doch gar nicht. Hallo? Lol, habt ihr den gesehen? Er macht einfach den Hagrid. Komm schon, zeig's mir. Zeig doch mal, wie machst du das? Ja, hast du das denn gemacht? Mit den reinspringen. Da ziehst du einen Fisch und dann machst du einen. Zack, ich kriege zuerst. Hey, macht der das jetzt nochmal? So, nee, wie gesagt, ich wollte ja, eigentlich habe ich ja keinen Plan außer Ark durchspielen, ne? Tendenziell erstmal ausrüsten. So, genau, das machen wir. Zack, Jolein ging allein in zur weite Welt hinein. Ja gut, ich ein Kanu jetzt. Soll ich den jetzt wirklich wegrennen? Soll ich das wirklich machen jetzt, das Running Game spielen? Ach, fuck my life. Ja, PvE-Server, man kann leider nicht mitzocken. Und die Lecks gehen mir schon wieder auf den Piss, Alter. So, ich scheiß jetzt auf den Kano. Ich hole mir jetzt hier Flint und wenn ich keinen Flint kriege, dann sterbe ich halt und spawn irgendwo, wo es cool ist. Wo ist denn der jetzt? Jo, wie klingt das denn? Was haben die sich denn... Hallo? Was denkt man sich denn bei dem Sound? Das klingt wie Durchfall. Und einen Raptor habe ich da hinten auch schon wieder flitzen sehen. Flitzerwerten so ein bisschen auch. So, ich mach mal lieber hier. Ich gehe lieber Stamina Movement so ein bisschen. So, ein bisschen. Guck da mal spontan, wie ich das hier erledige. Mal jetzt auch so ganz insgesamt von den Sachen her. Nicht nur von den einen, wo ihr denkt, sondern das ganze alles zusammen. Da hätten wir auch noch einen Raptor. Also ich glaube, ich bin ziemlich eingekesselt. Ich glaube tatsächlich, es nützt ja wiederum alles nichts wiederum. Ja, komm, verpiss dich, Junge. Im Schnee ist gut. Hier wollte ich. Übrigens, ich werde auch nicht alles aufnehmen. Es sind auch jede Menge Mods installiert. Oh, da ist aber gerade Damage gekommen. Hier ist perfekt. Hier ist nice. Viel Deko-Mod drauf. Ist die Upgrade Station auch unter anderem drauf. Ihr braucht mir keine Mod-Vorschläge in die Kommentare schreiben. Ich kenne ziemlich alle. Ne? Sowas wie, mach doch eine Stack-Mod oder so. Nee, mag ich nicht so gerne. Oder, mach doch ein Portal-Mod. Nee, mag ich auch nicht so gerne. So, ich würde eigentlich dann jetzt ja gern was umbrettern gehen, ne? Fände ich zumindest cool so. Und zwar habe ich mir überlegt, dass wir uns, den hier snacken. Hab da gedacht, den Bronto oder was? Denkt, ich bin lebensmüde von den Firma, ja? Denkt er das? Bin ich nämlich gar nicht. Sind das die neuen Bronto-Sounds oder was? Ich habe so lange kein Ark mehr gespielt. Das ist alles so crazy, basy. Ich sag's euch wirklich, es ist nicht normal hier. Es ist nicht so wie immer. So, wie gesagt, wann die Folgen kommen, wie viele kommen, keine Ahnung, ich weiß es gar nicht. Also ich weiß es echt nicht mal im Ansatz. So, ich würde mir gerne einen Raft bauen und dann kann ich nämlich dahin, wo ich gern hin will. Oh, da vorne geht's ab. Das heißt, ich gehe ganz schnell aufs Wasser. Ich bin ein kleiner Botschelmann, ich komm dir an die Botschel ran und ich komm dir an den Topfelpopfel mit dem Kanotopfel. Oh je. Da muss ich aber jetzt flitzen, ne? Wäre blöd, wenn der mich jetzt küttet. Da vorne haben wir so einen Trico-Mike. Ich gehe mal in die Zeit gepörzten. Und dann düsen wir mal hier rein. Ich denke mal, so, sagen wir mal, geschmeidige 10% von euch wissen jetzt, wo ich hin will. Der Rest von euch sind leider Dummwätze. Ne, ich glaube tatsächlich, viele von euch wissen schon, wo ich hin will. Weil ich hier diese Richtung einschlage.
Ich bin nicht ganz richtig, merke ich, ne? Merkt er auch, glaube ich. Ja, hier wäre gut gewesen, aber war nicht so ganz. Dann machen wir mal hier den Slider und zwar guckt, passt auf, wie die Profis das machen. Ja, Wunderbärchen und dann ist man wegfällig gebackt. Dieses Geräusch, ne? Jo, brutal. Eschportal, ich bin Zauberkünstler. So, Schlafsack hin, fertig. Zück schon mal die Bowle, weil hier sind oft gerne kleine Pachakis unterwegs. Den wir einen Spaß hier versauen wollen, wenn ich hier jetzt meine Firma aufbaue. Ja, dann würde ich sagen, zimmer ich doch hier mal einfach meine Base hin, oder? Machen wir uns doch hier richtig durchaus gemütlich, ne? Ist jetzt die Frage, ob hier oben wirklich, weil hier oben habe ich schon mal gebaut, das wäre dann tendenziell ja langweilig. Aber da hinten geht's ab, naja, ne? Komm. Für den Anfang auf. Und da sind auch Kompis, merke ich gerade. Hallo. Ist ja blöd. Aber für den Anfang mache ich mir hier mal ein kleines 2x2 Gebutzke hin. Mit einer Tür nach hier. So, die Kompis da, die werden mich natürlich jetzt wieder hier direkt wegstrangulieren wollen. Aber ich bin 101 Meister. Da können sie nichts. Da können sie nichts. Und jetzt sind sie zu dritt ganz plötzlich. Easy. Easy, take it easy, easy. Absolut einfach gereckt, Jungs. Da machen die gar nichts mehr. Manche sagen zu mir, Sharks, das Genie, denn er craftet wieder wie ein Profi in Ark und das mag jeder. Ich mag das nicht so hier, muss ich ehrlich sagen, gerade. Ich fand, es war. Diese alte Anordnung fand ich irgendwie besser. Aber gut, ich glaube, das wird sich jetzt im Laufe der Zeit noch ein bisschen rauskristallisieren, was hier gut ist und was jetzt nicht so gut ist. Da kommt was, da ist doch was. Ach so. Ich dachte, ich wäre ein Bözerbub. Ja, kommt gleich rein in meine Stube. So, dann haben wir schon mal den ersten kleinen Klabor ist fertig. So, ein paar Pfeile craften gerade durch. Danach kommt auch noch ein bisschen Rüstung. Und dann haben wir unsere erste kleine Station, so, unsere kleine Train Station. Hallo, was ist das? Danke. Hier schon mal fertig. Dann fehlen eigentlich ja nur noch Narko-Erofts. Ja, habe ich aber jetzt keine Lust drauf, die zu farmen. Wobei, da hinten haben wir einen Trike, ne? Je nachdem. Ich splitte gerade mal ein klein wenig Fletschko-Patch. Rüste mich noch aus. So, und da muss ich nämlich auch so langsam mal schauen, wie ich jetzt mir hier diese Kluft erobern möchte, ne? Bin froh, dass du gerade allein bist. Und die Hitmarker-Sounds hören sich auch schon wieder mega nice an. Ihr könnt mir gerne genau, oh, das könnt ihr auf jeden Fall machen. Bauvorschläge könnt ihr ja auf jeden Fall reinbrettern. Da bin ich richtig offen für, weil das ist ja, es ist halt wie gesagt, es ist eine gemütliche Runde PvE. Habe ich jetzt zwei Türen. Ja, die ist cooler, aber hier die zweite, ne? Dann nehme ich mir lieber die Slingshot hier. Und guck, wem ich die Rüps versohlen kann. Na, nicht so easy. Jetzt habe ich beide. Ich weiß auch nicht, welches Level die haben. Beim Trike übrigens, Bodyshots sind besser als Headshots. Nur so zum Mitschreiben einmal. Ja, der ist Level 10, der sollte jetzt gleich ja schon den Kippeloris machen. Komm. Zählen gar nicht. Hallo. 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 Was ist das denn? Warum zählen die nicht? Jetzt. Was für eine Scheiße war das denn wieder? Und ich kann halt keine Steine holen, solange hier noch ein Level 85er ein bisschen Aggro-Zähn auf mich ist. Das heißt, ich fetz den jetzt erstmal ein bisschen. Ein bisschen ist gut, am besten so komplett. Kann sein, dass der Server ein bisschen rubberbandet oder so. Und warum mache ich ihm jetzt nur 5? Warum mache ich ihm jetzt Perma 5? Was ist das wieder? Ne. Wie bin ich da jetzt runtergedroppt? Wie bin ich da jetzt runtergedroppt? Ich bin, hab meine Maus. Und warum mache ich ihm nur 5 Schaden? Seht ihr das? Warum habe ich. Ich habe meine Maus nicht bewegt. So, easy. Und jetzt kann ich nämlich, ohne dass mich wieder einer aggro hier, mir Steine kloppen und den anderen Eulen dann erstmal fertig machen, du. Das wäre ja mein Traumjob gerade, ne? Habt ihr das gesehen? Also wenn das nicht mal der Hit des Jahres war, dann weiß ich auch nicht. Oh, your first Dino. Von Steam kommt hier die Errungenschaft rein. Es ist mein erster Dino jemals, den ich hier gerade gezähmt habe. Das ist natürlich sensationell. So ganz recht weiß ich aber gar nicht, ob das stimmt, ne? Ich kann mir nämlich vorstellen, dass das nicht mein erster Dino ist. Ah, ich bin mir auch nicht ganz sicher. Kann gut sein, dass ich das. Das. Eine Fliege.
Nee, was ich eigentlich sagen wollte, ist, es kann gut sein, dass ihr ein Deppert seid. Yo, er knattert durch. Der Boy, der kriegt doch nichts anderes hier außer Wait. Der soll mir nur meine Berries nach Hause carryen, Alter. Das wird der scharlachrote Rächer ist das hier. Er ist halt nur Level 10, also es ist schon sehr scheiße, ne? Das braucht man jetzt nicht leugnen. Doch, ist nicht, aber immer noch besser als nix, glaube ich. Und immer diese Lags beim Inventar öffnen und schließen, wenn da jemand einen Tipp hat oder hier bei den Büschen. Ne, ihr seht das ja, ich habe immer so mini Stunt-Ripplert. Wenn jemand einen Tipp kennt, ja, wäre ich auf jeden Fall, wär nice so. Ich möchte nämlich jetzt Pokémon jagen gehen. Repair. Oh, das mit den Pokémon war vielleicht gelogen. Ja, ist ja auch mehr oder weniger wieder scheiße gewesen. Okay, das wird ein Snipe-Headshot. Jawohl. Und? Lasst ihn kommen. Ja, ich bin Junge. Dafür aber jetzt, Leute. Gebt euch der Profi in Arc. Easy. Totally easy gereckt, Junge. Totally easy. Also ich würde mal sagen, wenn ihr mich nicht hättet, hättet ihr mich nicht, ne? Das macht Sinn, oder? Oh, gedodged. Easy, easy. Easy und ein Jumpscare. Bam bam. Und es war auch ein Hit und bam. Man könnte denken, ich habe ein Nameboard, aber habe ich nicht. Der Moment, wenn Sharks wieder zu gut für Arc ist. Gibt's ja gar nicht, ne? Gibt's ja gar nicht. Tosch ist wieder topper. Alter, ich nehme 35 Minuten schon wieder auf, als ob. Ihr müsst wissen, das letzte Mal 35 Minuten am Stück gezockt habe ich vor 2 Jahren. Locker easy ist das so lange her. Locker easy. Ne, was habe ich jetzt gedroppt? So, ein paar Narkopfeile habe ich jetzt. Also ich könnte mir was Portales holen. Ey, diese Ruinen hier, ne? Die haben sie auch ausgebaut, oder? Gibt's ja auch eine Kiste. Gibt hier sowas. Sonst zähme ich mir halt später wieder einen Perry, den übelsten Speed Otter. Ein kleiner Truhe für einen Chuck-Tabert. Easy. Ja, da höre ich sie doch schon wieder. Ein Raptor fliegen hinter mir. Meine Fresse. Ich bin keine 10 Meter gerannt, aber echt. Ich weiß gar nicht, was ich hier jetzt mache. Oder wie ich immer sag. Den Rabbit Depp Turns. Da ist er. Er ist Mate boosted. Ich habe Angst. Und er ist nur Level 15. Das ist halt kacke, ne? Und ich finde, der Sound, bin ich der Einzige, der findet, dass der Sound gerade nicht zum Raptor gepasst hat. So ein ich bin behindert. Ja, komm, halt's Maul. Ja, den meinte ich. Ich finde, der ist scheiße. Ich fand vorher dieses ich bin eine Pissflitsche. Ich bin eine Pissflitsche. Wesentlich geiler. Easy. Easy. Take it easy. Easy. Manche sagen zu mir, Sharks, das stimmt nie, denn er tamt wieder wie ein easy. Easy. Wie ein easy. Easy. Er ist halt jetzt massiv überladen, ne? Das hätte man aber auch vorher schon wissen können, Sharksenbert. Wollen wir es aussitzen? Ja, dann warten wir jetzt. Und ich sag dir, Freund, wenn du nicht gleich den Level up hast, dann geht's richtig was los. Ja, ich würde aber auch sagen, erste Folge. Wir haben ganz topper einen Spot getaucht. Und direkt verlaufen auch. Oh, wenn ich sie schon höre, Ich bin weg. Alter, was macht der für Grummelgeräusche, der Raptor? Es ist ja wirklich ein anderes Game, wenn man mal ein paar Tage nicht spielt, ne? Gut, was heißt ein paar Tage? Ich habe 2 bis 3 Monate nicht gezockt. Und komme gerade gar nicht drauf klar, so auf die Sounds, auf die Optik und die Einstellungen und so. Das ist schon ein bisschen schon eine verrückte Wort. Naja, wie dem auch sei, es kann gut sein, dass ich nächste Folge schon den heiligen Scheiß habe. Und ihr euch nur denkt, hallo, wo kommt das denn alles her? Liegt halt daran, dass ich Arc eben für mich eigentlich durchspielen wollte und das Aufnehmen nur so nebenbei mache. Deswegen kommt auch nicht daily was, es kommt halt was, wenn es kommt. Und ich sehe genauso wenig wie ihr. Ich sehe exakt genauso wenig wie ihr. Hier ist es einfach nur schwarz. So, in dem Sinne, tschüss mit euch.